Ja, cool. Ganz leise. Ja. Wir warten noch 30 Sekunden. Kommen noch ein paar Zuschauer. Ich glaube, wir fangen an. Ja, also herzlich willkommen. Ein Servus aus dem sonnigen, aber noch ein bisschen kalten Wien. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse und die wirklich zahlreichen Teilnehmer aus Österreich und Deutschland. Ich bin der Gregor Kadanka, ich bin der Geschäftsführer und Miteigentümer von Mondial. Und neben mir sitzt die Madeleine Wimmer, die Leiterin unserer Österreich-Abteilung, und die wird uns später noch ein paar ganz spezielle Produkte vorstellen. Gerade die letzten beiden Jahre haben wir gesehen, dass die Nachfrage im Sommer nach gewissen Produkten wirklich das Angebot deutlich überstiegen hat. Und deshalb wollen wir jetzt schon so ein bisschen darauf hinweisen, was man im Sommer in Österreich machen kann, damit man auch die Kunden zum rechtzeitigen Buchen bewegt. Nämlich gerade in unsicheren Zeiten, wie wir es ja doch noch erleben müssen, suchen die Kunden doch nach sicheren und einfach zu erreichenden Destinationen. Und das gilt natürlich ganz besonders für die Region, die wir heute vorstellen wollen, nämlich das Salzburger Land, ganz in der Mitte von Österreich und direkt an der Grenze zu Deutschland. Zusätzlich hat das Salzburger Land neben einer traumhaft schönen Landschaft mit Seen, Bergen, eine fantastische Küche und eine einzigartige Kultur. Da wollen wir ein bisschen mehr erzählen. Und dafür darf ich an der Stelle die Yvonne Rosenstatter, die Leiterin Marketing und Marktmanagement vom Salzburger Land Tourismus, besonders begrüßen. Servus und hallo, Yvonne. Guten Morgen, hallo. Ja, damit auch Sie die Gelegenheit haben, das wunderbare Land Salzburg persönlich zu erleben, werden wir unter den Teilnehmern zwei Aufenthalte verlosen und dazu dann ein bisschen später noch mehr. Sollten Sie Fragen haben während der Präsentation, können Sie die gerne in den Chat schreiben oder uns nachher eine E-Mail schicken, dann werden wir das schriftlich beantworten. Die Präsentationen schicken wir Ihnen natürlich auch per Mail zu, das heißt, Sie brauchen jetzt nicht alles mitschreiben. Ja, zuallererst ein paar kurze Informationen zu Mondial, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind eines der größten österreichischen Full-Service-Tourismusunternehmen. Seit 1966 gibt es uns, sind ein Familienbetrieb in zweiter Generation, haben ca. 120 Mitarbeiter und Niederlassungen, neben hier in Wien, auch unser Stammhaus in Baden, unsere Buchungszentrale in Düsseldorf, aber auch Büros in Berlin, Prag und Budapest. Also auch diese Destinationen decken wir ab. Wir sehen uns als der Qualitätsanbieter für Österreich und decken da wirklich das ganze Spektrum ab, von Winter, Sommer, mein eigenes Hüttenprodukt. Wir haben ein großes Wellness- und Gesundheitsprodukt, und was in Österreich natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Städte und der Kulturbereich. Neben den klassischen Einzelreisenden betreuen wir sehr gerne auch Gruppenreisen, auch Betriebsausflüge, Incentives, was immer Sie brauchen. Und organisieren gerne auch die Anreise, ob jetzt mit Bus, Bahn, Fluganreise dazu. Natürlich wichtig ist auch sehr viele Zusatzleistungen, die Sie bei uns dazu buchen können, von Eintrittskarten, Skipässe, Karten für Kulturereignisse etc. Wir haben über 400 Hotelpartner und Hüttenunterkünfte in Österreich und decken damit wirklich alle Bereiche ab.
Und was uns sehr wichtig ist, eben, dass wir auch wirklich auf jeden Kunden eine individuelle Beratung, Planung und dann eben ein Angebot erstellen können. Also scheuen Sie sich nicht, uns ein E-Mail zu schreiben oder anzurufen. Warum kann man das? Wir kennen Österreich wirklich ins kleinste Bergdorf. Die Madeleine wird dann ein bisschen was erzählen und dieses Wissen geben wir auch weiter. Wir haben eine Buchungszentrale, die direkt mit dem Einkauf zusammen im selben Raum sitzt. Das heißt, die Informationen sind da immer da und geben wir auch gleich weiter. Und wir kümmern uns eben nur um Österreich. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter sind da sehr stark geschult. Sie können natürlich aber auch über die gängigen CRS-Systeme beziehungsweise über Bistro, Traffics uns buchen. Was uns auch wichtig ist, auf der anderen Seite, dass wir mit unseren Hotelpartnern jahrelange Kooperationen machen, dass wir die dann wirklich gut kennen und auch dort Preise und Flexibilität haben. Was natürlich gerade jetzt ein Thema ist, ist flexible Storno. Viele Leute sind doch noch etwas unsicher und deshalb bieten wir bei sehr vielen Häusern die Möglichkeit, bis 10 Tage vor Anreise ohne Kunden kostenlos stornieren. Für Sie, Sie brauchen keinen Agenturvertrag, es gibt auch keinen Mindestumsatz. Sie bekommen ab der ersten Buchung die volle Grundprovision und über die einfache Buchbarkeit, Beratung und das flexible Storno, das habe ich schon erwähnt. Ja, Salzburger Land, dafür leben wir. Verbringen auch immer ein paar Tage im Sommer in Salzburg, meistens Kombination aus der Stadt und dem Umland. Und es ist wirklich traumhaft schön und da wird uns jetzt die Yvonne ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, vielen lieben Dank. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schönen guten Morgen aus dem Salzburger Land. Ich hoffe, die meisten von Ihnen waren schon einmal im Salzburger Land, wie zuerst schon angesprochen. Wir sind wirklich in der Mitte von Österreich gelegen, leicht erreichbar von Deutschland, aber ja wirklich nur 5 Kilometer, also eigentlich direkt an der Grenze. Gerade Salzburg ist 5 Kilometer von der Grenze von Deutschland entfernt. Ich mag in meiner Präsentation wirklich ganz kurz auf diese Hauptattraktionen im Salzburger Land eingehen, in Stadt und Land, aber auch, welche Aktivitäten kann ich denn im Salzburger Land machen? Und ganz am Schluss, zum Abschluss, für den einen oder anderen, damit er ein bisschen hungrig wird, aufs Mittagessen hin, dann auch kurz über unsere alpinen Cuisine-Highlights, auf diese möchte ich auch noch kurz eingehen. Ganz kurz zum Start habe ich für Sie aber einen kurzen Film mitgebracht, der circa 2 Minuten dauert, damit man sich einfach so mal vorstellen kann, was bietet denn das Salzburger Land?
Ja, gut. Also ich glaube, wir haben jetzt schon einige Eindrücke gesehen aus dem Salzburger Land. Ich habe für Sie jetzt auch eine Übersichtskarte vom Salzburger Land ganz kurz da, weil das, für das das Salzburger Land stehen, ist einfach die Möglichkeit, viele Erlebnisse auch an einem Tag nur zu erleben. Einerseits, ich kann in der Früh am Gletscher in Kapun Skifahren gehen, am Abend kann ich mir im Rahmen der Salzburger Festspiele eine der bekanntesten Opern anschauen. Oder ich kann in Zell am See golfen gehen in der Früh und am Nachmittag auch wieder aufs Kitzsteinhorn rauf Skifahren gehen und vieles, vieles mehr über Mountainbiken, Schwimmen an einem der Seen im Salzkammergut, über Canyoning, Rafting, Stand-up-Paddling. Also ich glaube, wir sind eine sehr facettenreiche Region, die wirklich für ihre Kunden sehr, sehr viele interessante Annehmlichkeiten und schöne Anreize bietet. Dann möchte ich gleich starten. Wir haben es zuerst schon ganz kurz in unserem Videofilm auch gesehen, die Großglockner Hochalpenstraße. Die Großglockner Hochalpenstraße ist ja die Straße, eine der meistbesuchtesten Highlights der Österreich-Touristen neben den Attraktionen in Wien. Man hat rund 36 Kehren und nach 36 Kehren ist man auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, die sich auf 2300 Meter befindet. Und diese Kaiser-Franz-Josefs-Höhe ist nicht nur eine tolle Aussichtsplattform, man kann von dort auch neben dem Museum, was man anschauen kann, im Besucherzentrum, aber es ist auch ein Ausgangspunkt für leichte Wanderungen, wie der Panorama-Rundweg, der circa eine Stunde dauert, oder der Gamsgruppenweg, der circa 1,5 Stunden auch dauert. Und es sind aber auch leichte Wanderungen, wo man sich auch Rennschuhe dazu nehmen kann, jederzeit, auch der Besucher. Und eben die Großglockner Hochalpenstraße ist, wie auch ich dann später erwähnen werde, auch in der Salzburger Landkarte inkludiert. Die nächste, natürlich eine Highlight-Attraktion, ist natürlich die Region Zell am See Kapun. Zell am See Kapun werden Sie wahrscheinlich alle vom Hören und Sagen, wenn Sie es nicht persönlich kennen, denn Zell am See hat einerseits diesen Gletscher, dieses imposante Kitzsteinhorn, das 3029 Meter hoch ist, aber auch diesen See, in dem man also hervorragend schwimmen und verschiedenste Freizeitaktivitäten im Sommer frönen kann. Das Schöne ist natürlich diese Kombination Wandern, Freizeit, Sport, also von Golfen über auch die Fokussierung auf Yoga-Aktivitäten. Man kann natürlich auch dann einen kleinen Ausflug mit der Krimmlerbahn zu den Krimmler Wasserfällen machen. Also die Krimmler Wasserfälle sind ja die fünfthöchsten weltweiten Wasserfälle mit einer Fallhöhe von 380 Meter über drei Fallstufen. Und da gibt es auch einen Weg, der rund 4 Kilometer lang ist und der was wirklich auch nicht für so gut trainierte, wirklich ein wunderschönes Erlebnis ist. Und gerade an heißen Tagen ist es so traumhaft, diesen leichten Sprühnebel aus diesen Wasserfällen einatmen zu können. Das nächste Highlight in der Region sind sicherlich die Karbrunner Hochgebirgsstauseen. Also bereits nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Planes wurden diese Stauseen ja angelegt. Eigentlich damals haben wir schon den ersten Schritt zum Thema CO2-footprintfrei, also möglichst nachhaltige Stromerzeugung, Gott sei Dank gemacht. Also wir Salzburger Land hat ja aktuell rund 70% der Energieversorgung kommt aus nachhaltigen Stromreserven hier, sprich einerseits Wasser, andererseits Photovoltaik und dann noch Biomasse. Aber jetzt zu den Speichern sind gerade beim oberen, auch am oberen Bild sichtbar, der Moserboden, da kann man wunderschön wandern. Man kann auch mit so einer ganz eigenen Bahn kann man da hinauffahren. Es gibt auch ein kleines Besucherzentrum direkt am Stausee. Man kann entlang der Staumeter, die 107 Meter hoch ist, entlang wandern. Und das ist wirklich eindrucksartig, denn man hat wirklich wunderschöne Ausblicke auch im Sommer noch auf die schneebedeckten Gipfel. Die nächste Highlight-Attraktion, die ist jetzt, also gehen wir Richtung Nordwesten, das ist der Schafberg. Der Schafberg befindet sich ja im Salzkammergut und bereits seit 1893 fährt die Schafbergbahn auf den Schafberg. Die Fahrt dauert circa 35 Minuten. Die Strecke ist 5,35 Kilometer lang und man muss sich wirklich vorstellen, man sieht dort noch Berggämsen, man sieht eine intakte Natur und schon allein bei dieser Fahrt, man sieht über den Mondsee, über den Wolfgangsee, man sieht in der Entfernung dann den Puschelsee, den Attersee. Also diese Erlebnisse, diese Bergfahrt auch bietet, auch wenn man nicht gut zu Fuß ist als Gast, ist es perfekt. Es gibt oben auch zwei Hüttenrestaurants, sogar ein kleines Hotel. Wer will, kann dort auch schlafen. Geöffnet ist die Schafbergbahn von 30. Mai bis 9. Oktober und es gibt auch in der Weihnachtszeit immer Sonderfahrten, die sehr romantisch gehalten sind mit einem Mini-Christkindlmarkt am Berg und auch in St. Wolfgang, wo die Schafbergbahn eben dann abfährt. Ein nächstes Highlight, das befindet sich jetzt in Also in also in
also am nächsten zu der Stadt Salzburg, das sind jetzt die, und zwar in Werfen, das sind jetzt die, ist jetzt die Eisriesenwelt Werfen. Die Eisriesenwelt Werfen wurde ja Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und das ist wirklich ein Tunnelsystem über 42 Kilometer und es ist de facto eine Eishöhle. Also man kann von Mai bis Ende Oktober, je nach Witterung, diese Eishöhle entdecken, gemeinsam im Rahmen von Führungen. Die Wegstrecke ist in Summe einen Kilometer lang und man hat so eine Höhendifferenz von 134 Meter. Und das Imposante ist, wenn man da drinnen ist, das Eis ist auch mit verschiedensten Scheinwerfern beleuchtet. Und gerade an einem Tag, wo es draußen 30 Grad hat, muss man sich zwar eine warme Jacke und gutes Schuhwerk einpacken, aber das Erlebnis dieser Eishöhle würde ich auch Ihnen jedem sehr ans Herz legen. Ja, dann Gasteinertal. Das Gasteinertal hat ja schon eine über 1000-jährige Geschichte. Es ist ein Belle Epoque-Ort, der ja auch schon für unsere Kaiser und Könige im 19. Jahrhundert der Thermal- und Kursbauresort war. Auch heute gibt es noch den größten warmen Thermalsee in Bad Hofgastein, wo man wirklich auch im Winter schwimmen kann. Das Thermalwasser kommt ja mit 37 Grad aus der Quelle, aus mehreren Quellen, hauptsächlich in Bad Gastein. Und das ist wirklich ein wunderschöner Ort, nicht nur für Wandern, nicht nur für Mountainbiken, Radfahren, sondern einfach um die Natur, die Seele zu genießen, die Seele baumeln zu lassen. Es gibt eine Reihe von wunderschönen Wanderungen. Man kann auch auf den Spuren vom Kaiser natürlich wandeln. Es gibt die Kaiser-Franz-Josef-Promenade, wo man, wie das ist zum Beispiel das Bild links unten, auch schon solche Aussichten genießen kann. Also und was auf was sich Gastein auch noch sehr spezialisiert hat, ist das Thema Yoga. Es gibt einen Yoga-Frühling, einen Yoga-Herbst, aber immer ein sehr vielfältiges Yoga-Programm. Und was natürlich auch ist, im Sommer gibt es ein hochwertiges Kultur- und Unterhaltungsangebot. Ich glaube, die heurigen Highlights sind zum Beispiel ein Helene Fischer-Konzert, ein Konzert vom Iterin Intendanten der Mozartwoche vom Rolando Villason und natürlich auch immer, es gibt eine Reihe von Konzerten der Salzburger Philharmonie auf unterschiedlichen Locations, also zum Beispiel auch einmal am Berggipfel, einmal an einem See, einmal an einem Bach und das ist wirklich für jeden Gast ein Erlebnis, das ist so diese Bucketlist, die man sich gern mit heimnehmen kann und links oben noch ganz kurz, wenn man raufschaut, ist der Gasteiner Wasserfall, der natürlich auch sehr imposant mitten in diesem Ort durch diesen Ort in zwei Teile trennt. Und jetzt noch ganz ein kurzes Video, was ich Ihnen zeigen will über Bad Gastein. So geht an die Küche. So geht Altes mit neuer Frische. So geht Kraft an. So geht Bergdorf anders. So geht Sommer verlängern im Salzburger Land. Ja, und das Schöne ist ja, wie an allen Produkten, die wir Ihnen heute vorstellen, das Salzburger Land ist ja wirklich auch eine Ganzjahresdestination. Nun nur ganz kurz zur Stadt. Die Stadt, ich spreche ganz kurz über die, sagen wir, fünf Highlights, die aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig sind, auch für Ihre Gäste oder auch sein könnten. Einerseits, Salzburg ist seit 1977 die Altstadt Salzburgs mit dem Kaiviertel, Festungsbad und Mönchsberg ist seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe. 1756 wurde Wolfgang Amadeus Mozart in der Getreidegasse geboren. Das ist ja eines der meistbesuchten Museen auch Österreichs. Und natürlich das Highlight des Jährliches sind die Salzburger Festspiele. Also es gibt ja in Summe mittlerweile drei Festspiele. Teile, einer sind die Oster, die Pfingst und natürlich die Hauptfestspiele im Sommer, die heuer vom 18. Juli bis 31. August sind. Heuer gibt es wieder über 165 Vorstellungen und auch wenn es immer heißt, sie sind ausverkauft, also ich kann Ihnen einen Tipp geben auf der Seite, auch von den Salzburger Festspielen gibt es jetzt noch Tickets für verschiedenste Vorstellungen und immer circa eine, es gibt dann eine Restkartenbörse, wo Kontingente wieder zurückkommen und da kann man oft auch 14 Tage und 7 Tage vor dem Festspiel, also vor dem Datum, noch sehr, sehr interessante Aufführungen kaufen. Und was immer oft vergessen ist, es gibt diesen bekannten, den Bereich von St. Peter, das St. Peter Stiftskulinarium. Das St. Peter Stiftskulinarium, das sind ja, es ist oft nicht so am Schirm, aber es ist wirklich
Ein Restaurant, das erstmalig im 8. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde. Es ist ja mittlerweile über 1200 Jahre alt. Die Familie Haslauer hat sich hier auf eine sehr vielfältige Küche spezialisiert. Einerseits kann man im Sommer in diesen tollen Gewölben im Freien essen mit einer Showcooking-Inspiration. Aber in Summe gibt es dann auch noch 8 verschiedene Räume. Es finden auch Mozart-Konzerte im großen Barocksaal statt. Und da komme ich gleich zu meinem letzten Punkt. Salzburg ist natürlich eine Barockstadt. Rechts unten sieht man zum Beispiel ein Bild von unserem mehr oder weniger, wo eigentlich die Salzburger Festspiele gegründet worden sind, Schloss Leopoldskron mit Hugo von Hofmannsthal und natürlich auch, wo der Film Sound of Music entstanden ist. Der eine oder andere wird es nicht so am Schirm haben, aber Sound of Music ist wirklich eine Geschichte über eine Salzburger Familie, die Hollywood in den 60er Jahren verfilmt hat. Dann zum nächsten Produkt, das das Salzburger Land anbietet, das ist die Salzburger Landkarte. Die Salzburger Landkarte ist eine All-Inclusive-Card mit in Summe 180 Attraktionen. Ein Highlight dieser Karte ist sicherlich, dass man an einem Tag die Stadt Salzburg inklusive aller Museen, aber auch inklusive des öffentlichen Verkehrs nutzen kann. Oder alternativ kann man die Großglockner Hochalpenstraße, also eine Auffahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße mit den Kehren machen auf die Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Dieser Salzburger Landkarte ist immer von 1. Mai bis 26. Oktober gültig und ich glaube, die Preise sind wirklich sehr, sehr ansprechend, denn in dieser Karte sind wirklich über Museen, über Schwimmbäder, über verschiedenste öffentliche Verkehrsmittel eine Reihe von wirklich spannenden Cable-Cars, also Liften inkludiert, was wirklich ganz ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Die 12-Tages-Karte kostet aktuell 98 Euro und die 6-Tages-Karte für Erwachsene 82 Euro. Und natürlich aktiv im Salzburger Land. Wer kann denn bei so einer Natur Nein sagen? Man möchte sich natürlich gerne bewegen, Rad und Biken, sei es jetzt E-Biken, sei es jetzt Genussradfahren, sei es jetzt Mountainbiking. In Summe zählt das Salzburger Land über 2000 Kilometer Radwege, 5000 Kilometer Mountainbike-Wege. Die Mountainbike-Parks befinden sich im Bikepark Leogang, aber auch im Bereich Flachau, Obertauern, im Gasteinertal. Und der Tauernradweg, der ja auch das Gasteinertal, das Zell am See schneidet, ist einer der bekanntesten Wege, der was quer einmal rund durch das Salzburger Land führt. Eigentlich kann man, wenn man will, in Grimmel starten und kann eine ganz schöne Runde mit Salzburg inklusive machen. Die Gesamtlänge ist 270 Kilometer und der Höhenunterschied ist 600 Meter. Also ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Ich habe es vor 2 Jahren einmal gemacht, zwar mit einem E-Bike und es war wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Daneben haben wir natürlich noch den Mozart-Radweg oder den Alpen-Adria-Radweg, der ja von Passau über Salzburger Land, Kärnten bis nach Grado ans Meer führt. Zum Thema Wandern. Salzburg steht natürlich für den Almsommer. Wir haben über 1800 bewirtschaftete Almen. Davon gibt es 100 zertifizierte Almsommerhütten, sogenannte. Und diese Almsommerhütten bieten einerseits die Möglichkeit zum Übernachten, aber andererseits achten hier die Senners oder die Senner-Sennerinnen oder die Hüttenwirte auf die kulinarische Verpflegung der Gäste. Das ist was einfach jeden dieser Betreiber sehr am Herzen liegt. Und was noch ein anderes Highlight ist, ist der Nationalpark Hohe Tauern Trail. Der ist in Summe, der Nationalpark Hohe Tauern Trail ist ein Weg über 10 Etappen, der von Zell am See ausgeht, durch den Nationalpark. Und bei allen diesen Wegen gibt es sehr leichte Wege, die was von 3 bis 4 Kilometer starten, mit 50 bis 100 Höhenmeter, also auch Familienwanderwege oder für ältere, etwas gebrechlichere Personen, bis hin wirklich zu den Profis, die sagen, okay, heute will ich 1200 Höhenmeter, 10 Kilometer. Also das findet sich alles in diesem Angebot drinnen, also wirklich wieder ein breites Spektrum. Ja, und final zum Ende meiner Präsentation möchte ich einfach nochmal auf die alpine Kulinarik im Salzburger Land eingehen. Salzburg bietet ja die höchste Dichte an Haubenlokalen und den Anteil, also in Österreich. Wir sind auch mehr oder weniger der Bio-Weltmeister in Salzburg. Rund 62% unserer Landwirte sind bereits Bio-Landwirte und es gibt sogar eine Region im Salzburger Seenland, das ist nördlich von Salzburg, also um den Obertrumersee und Mattsee herum. Also da haben wir wirklich schon eine, Sie haben zum Beispiel hat 82% Biolandwirtschaft kann sie denn also anbieten.
Nun zur Via Culinaria. Die Via Culinaria ist mehr oder weniger unser Kompendium. Was gibt es denn im Salzburger Land an Kulinarikadressen? Wir haben da 330 ausgewählte Kulinarikadressen zusammengepackt, die im Rahmen von 10 Genusswegen, da gibt es zum Beispiel Genusswege für Käsefans, für Fleischtiger, für Schnapsliebhaber, für Bierliebhaber. Also auch diese 10 Genusswege bieten wieder eine schöne Abrundung von verschiedensten Möglichkeiten, was man im Salzburger Land machen kann. Natürlich setzen wir auf Regionalität und heimische Produzenten. Es gibt eine Reihe von Dorfläden, die Sie auch selbst erkunden können oder Ihre Gäste. Und unsere Prinzipien der alpinen Küche ist Authentizität, Ursprünglichkeit, Regionalität, Saisonalität und natürlich, wie schon erwähnt, Nachhaltigkeit und Ökologie. Und ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Einblick in unser schönes Salzburger Land geben können. Und danke, dass Sie ja mit uns vielleicht einige Tage im nächsten Jahr wenigstens gedanklich im Salzburger Land verweilen. Ja, vielen Dank, Yvonne. Sie sehen schon, es ist gar nicht einfach, das Salzburger Land, und da sind wir jetzt ja wirklich nur drüber geflogen. Also das Angebot ist sehr vielfältig, vielleicht noch zu den Festspielen. Auch da haben wir Karten zum Beispiel für den Jedermann und bieten da auch für die Stadt Pakete an. Ja, aber ich glaube, um das Salzburger Land zu erkunden, muss man sich auch überlegen, ja, wo werde ich denn schlafen, wo werde ich wohnen? Und da hat die Madeleine einige Tipps herausgesucht und die würden wir Ihnen jetzt auch noch gern vorstellen. Hallo, ich bin die Madeleine. Ich darf euch jetzt ein paar Häuser vorstellen, was wir im Salzburger Land unter Vertrag haben. Hier eine kurze Karte, welche Regionen das wir durchmachen. Also mal natürlich die Salzburger Festspiele kurz, St. Wolfgang mit Weißenrössel, Zell am See würde ich euch gern zwei Häuser vorstellen, die Seewiller Freiberg und das Sporthotel Alpenblick und die Berghotel Rudolfshütte in Uttenheim und starten wir gleich einmal in Grimmel mit dem Hotel Grimmlerfelle. Hotel Grimmlerfelle ist natürlich super in Verbindung mit dem Besuch der Grimmler Wasserfälle. Es ist ein familiengeführtes Hotel, also beim Eingang, man wird eigentlich immer von einem Mitglied der Familie gleich begrüßt, entweder die Mama Schöppel steht hinter der Rezeption oder der Herr Schöppel macht sich am Stammtisch im Restaurantbereich gemütlich. Das Haus befindet sich in bester Lage, also wie schon erwähnt, direkt im Ortskern Grimmel und nur wenige Gehminuten von den Wasserfällen entfernt. Das Hotel verfügt über einen Indoor- sowie Outdoor-Pool, wie man unten am Bild sieht, über einen kleinen Wellnessbereich mit Dampfbad und Saunen. Für die Kids gibt es einen großen Kinderspielraum, draußen im Außenbereich einen großen Kinderspielplatz und im Sommer auch eine Kinderbetreuung. Ein kleiner Hinweis, man sieht es hier am Bild, hier ist die Apartmentanlage, die gehört auch der Familie Schöppel. Die kann man natürlich gerne auf Anfrage auch bei uns buchen. Geeignet ist die Unterkunft natürlich für Familienurlauber und Sportbegeisterte. Im Zimmerpreis sind auch geführte Wanderungen zum Beispiel dabei. Und ein kleiner Tipp noch, 30-minütiger Aufenthalt bei den Grimmler Wasserfällen kann eine spürbare Linderung von Asthma- und Lungenerkrankungen herbeiführen. Das beweist natürlich, was wir schon alle längst wissen, dass ein Aufenthalt in Grimmel Wirkung hat. Kommen wir jetzt zur Berghotel Rudolfshütte, ein Dreisternhaus. Das Hotel befindet sich in Uttendorf. Das ist die drittgrößte Gemeinde im Bezirk Zell am See, befindet sich im Nationalpark Hohe Tauern. Und wie die Yvonne schon erwähnt hat, ist da direkt der Weißsee. Das ist eines der bekannten Hochgebirgsstauseen. Das Hotel hat eine einzigartige Lage, weil es befindet sich auf 2315 Meter Seehöhe. Die Anreise ist nur mit der Gondel möglich, was die Anreise natürlich schon zu einem Erlebnis macht. Und einem autofreien Familienurlaub steht somit auch nichts mehr im Wege. Im Zimmerpreis ist natürlich einmal die Berg- und die Talfahrt inklusive. Beim Eintreten vom Hotel hat man das Gefühl, man befindet sich in einer rustikalen, urigen Hütte. Aber natürlich bietet das Hotel auch einiges an Komfort, nämlich einen riesen Wellnessbereich mit einem Panorama-Hallenbad und Sauna mit Gletscherblick. Für die Kinder wird auch einiges geboten. Das Hotel hat nämlich zum Beispiel eine riesen Indoor-Kletterhalle, ein Bergkino, einen Kinderspielraum und auch im Sommer wieder eine Kinderbetreuung mit Pädagogen. Aufgrund der Ausstattung, man sieht es unten rechts am Bild, die Zimmer verfügen über Etagenbetten, ist das Haus natürlich perfekt für Familienurlauber und Sportler geeignet. Ein kleiner Tipp noch für den Winterurlaub.
Das Hotel kann, man kann direkt mit den Skiern zum Hotel fahren, beziehungsweise die Gondel befindet sich direkt neben dem Haus. Also die Skigali, die beginnt eigentlich schon beim Verlassen des Hotels. Kommen wir nun zum Romantikhotel im Weißen Rössl. Das ist super, also die Übernachtung ist natürlich super in Verbindung mit einer Fahrt mit der Schafbergbahn. Das Hotel ist direkt am Wolfgangsee im schönen Salzkammergut. Wie der Name schon sagt, ist es ein romantisches Hotel mit einer über 500 Jahre alten Gästekultur. Der ein oder andere kennt es vielleicht vom Film Im Weißen Rössl mit Peter Alexander. Das Hotel ist in einem sehr traditionellen Stil eingerichtet, aber natürlich die Zimmer sind mit modernster Ausstattung. Das Haus verwöhnt natürlich auch mit kulinarischen österreichischen Highlights, mit selbstgemachten Mehlspeisen und es bietet eine Vielzahl an österreichischen Weinen. Ganz besonders an dem Hotel ist der über 1500 Quadratmeter große Spa. Der ist direkt im See, das Rössl Pool und der schwimmende Whirlpool. Ja, und aufgrund der Ausstattung ist das Haus natürlich super geeignet für Pärchen und Ruhesuchende. Kommen wir jetzt nach Zell am See. Da habe ich zwei Häuser. Starten wir mit dem Sporthotel Alpenblick. Das Sporthotel Alpenblick befindet sich im Ortseingang vom Zell am See und ist nur wenige Minuten vom Ski- und Wanderparadies Schmittenhöhe entfernt. Und auch das bereits erwähnte Kitzsteinhorn kann man in wenigen Fahrminuten erreichen. Es ist wieder ein familiengeführtes Ressort, was mit viel Liebe zum Detail eingerichtet worden ist und es versprüht alpinen Charme. Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen. Das Haus verfügt über einen großen Restaurantbereich, der in kleinen Stuben eingeteilt ist, die herrlich zum Verweilen sind. Das Hotel verfügt natürlich auch wieder über einen großen Spa- und Wellnessbereich, aber hier ist das Besondere der über 3000 Quadratmeter große Garten. Der verfügt über Relaxinseln, Kneippanlagen und natürlich überdachte Sonnenterrassen. Und für die Kinder wird auch einiges geboten. Der Cool Kids Fun und Cool Kids Adventure Club, der wird vom Tourismusverband zur Verfügung gestellt und da werden zum Beispiel Abenteuer wie eine Feuertaufe auf der Schmittenhöhe oder mal ein Tag am Bauernhof geboten. Das Hotel ist eigentlich für alle Urlauber, die gerne Sport betreiben, Zeit mit der Familie verbringen oder einfach mal die Seele baumeln lassen wollen, geeignet. Ein kleiner Tipp, hier ist die Zell am See Kaprunklad. Da gibt es dann zahlreiche Ermäßigungen auf Museen, auf die Bergbahnen etc. und die Pinzgau Mobilitätscard inkludiert. Und die Pinzgau Mobilitätscard bedeutet eben einfach, dass man dort in der Region mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gratis fahren kann. Die Seevilla Freiberg ist ein Vier-Sternhaus, hat eine herrliche Lage, nämlich direkt am See mit eigenem Privatstrand. Es ist ein kleines, aber sehr persönlich geführtes Haus. Es verfügt über 40 Zimmer. Alle Zimmer haben eigentlich Blick zum See. Das öffentliche Bad ist auch in wenigen Gehminuten erreichbar. Und die Seepromenade, die führt direkt am Haus vorbei. Also man kann abends einen gemütlichen Spaziergang an der Promenade machen. Aber auch das Casino lädt zu einem Besuch ein, weil das befindet sich auch nur in wenigen Gehminuten Entfernung. Auch hier haben wir wieder einen hauseigenen Spa- und Wellnessbereich, der klein, aber fein ist und täglich ab 16 Uhr oder heute auf Anfrage zur Verfügung steht. Auch hier haben wir wieder die Zell am See Kaprunklad sowie die Pinzgau Mobilitätskarte im Zimmerpreis inkludiert. Kommen wir jetzt zu den bereits erwähnten Salzburger Festspielen. Wie jedes Jahr haben wir ein Package. Dieses Jahr beinhaltet das Package zwei Nächte im Hotel Villa Kalten. Das Hotel Villa Kalten befindet sich am Eingang vor der Altstadt und es ist ein stylisches Boutiquehaus. Man kann natürlich auf Anfrage immer gerne ein anderes Haus dazu buchen. Dann haben wir das Drei-Gänge-Menü im Package dabei, im auch bereits erwähnten St. Peter Stiftskeller. Einfach bitte bei Buchung gleich die Besuchszeit bekannt geben, damit wir den reservieren können. Und was natürlich nicht fehlen darf, die Karte für die Festspiele. Da haben wir immer ein fixes Kontingent in der Kategorie B oder D. Auf Anfrage natürlich gerne wieder eine andere Kategorie buchbar. So, und noch ein kleiner Tipp. Man muss natürlich nicht das gesamte Package buchen. Man kann zum Beispiel nur die Karten für die Festspiele buchen. So, nochmal kurz die Karte. Eine kleine Anmerkung habe ich nun, nämlich wir haben natürlich auch zahlreiche Hütten im Programm im schönen Salzburger Land, von der urigen rustikalen Hütte in Alleinlage bis zum Luxuschalet. So, und unser Gewinnspiel, ein kurzer Hinweis, das Kennwort Salzburger Land, dafür leben wir.
Es gibt zu gewinnen, nämlich 2 Nächte im Chester Grand Active Hotel und Spa Superior. Das befindet sich im schönen Gasteinertal. Es ist nämlich ruhig gelegen zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein. Es hat einen wunderschönen Spa- und Beauty-Bereich auf ca. 2000 Quadratmeter. Die Gäste haben dort die Gasteinkarte inklusive im Zimmerpreis. Also da ist wieder Ermäßigungen für Sport, Freizeit und Kultureinrichtungen dabei. Und was wir auch im Video schon gesehen haben, der Wasserfall, der nämlich vom Hotel, also ca. 3 Kilometer weit entfernt, befindet sich der Ort Bad Gastein mit dem mit einem der berühmtesten Wasserfälle Österreichs, nämlich dem Gasteiner Wasserfall, der, was wir also ja gesehen haben, mitten im Ortszentrum ist. Genau, ich bedanke mich jetzt einmal für die Aufmerksamkeit. Nur kurz das Kennwort bitte einfach bis 25. April an profi@mondial.at schicken und dann könnt ihr die 2 Nächte im Chester Grand Hotel gewinnen. Danke. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns sehr über Feedback, aber natürlich auch über Fragen. Aber am meisten freuen wir uns über eure Buchungen fürs schöne Salzburger Land. Und vielen Dank dann noch einmal auch an Salzburger Land, an die Yvonne. Danke. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Baba.